Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. Wir müssen fliehen. Wir haben die Zahira leider nicht besiegt. Ich hätte es vielleicht jetzt nochmal versuchen sollen mit unseren neuen Booster-Packs. Ah, blöd. Das finde ich jetzt echt traurig. Ich hoffe, wir können nochmal nach Calm zurück. Ein Glück. Du bist unverletzt. Entschuldigung! Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Ja. Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Rich Barrett. Greif mal durch hier. Klar? Gut, dann los. Wo ist eigentlich Cathys? Den hat man doch auch schon gesehen. Ich will Kartenspielen gehen. Ich brauche das Kartenspiel. Wirklich. Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Okay, die Girls wollen vor. Na, endlich sind die Girls vorgegangen. Lorbeer. Lorbeer. Hey, die haben mich schon alleine gelassen. Hier, Zettel. Speichert. Ich hoffe, es kommt jetzt nichts Schlimmes. Das ist eine kleine Stadt, ey. Ich mag, wie sein Pulli aussieht. Man sieht sogar die Fasern. Oh, sowas lieb ich. Der Planet lebt ja wirklich. Oh, ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nach Calm. Kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Erstmal. Oder? Nur erstmal. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Hm? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute! Wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über die Kampfeinstellungen im Hauptmenü bestimmen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb von Kämpfen im Kommandomenü mit L1 und R1 wechseln kannst. Auf der Karte, die sich mit dem Touch-Ding öffnen lässt, werden Ziele, die für die Geschichte relevant sind, automatisch markiert. Mit R3 hast du aber auch die Möglichkeit, Zielmarkierung manuell zu setzen.
eigene Zielmarkierung, Auftragsziel, storyrelevant, Erkundungsziel. Aha. Brodens Bekannter, Nebenauftrag entdeckt. Oh mein Gott, wir werden so verlieren hier, glaube ich. Um Gegenstände mit dem Synthesemodul herstellen zu können, werden Synthesematerialien benötigt. Diese können gefunden, erbeutet und gekauft werden. Liegen unterwegs herum, von Ungeheuern erbeutbar, selten. Okay. Ja, also erstmal finde ich sehr interessant, dass die voll krass aufgeregt sind, dass die jetzt hier auf große Reise gehen. Ich musste direkt daran denken, dass wir ja gar keine Wechselunterwäsche dabei haben. Oder überhaupt irgendwas. Also wir werden am Ende dieser Reise vermutlich stehen. Glaube ich. So. Ich glaube nicht, dass die hier irgendwo eine Waschmaschine haben oder dass ich alle paar Tage nackig ausziehen und ihre Unterwäsche waschen. Im Fluss. Oder ist das so? Wie macht man das? Warte mal, wieso kann man hier überall drauf rumlaufen? Das macht mich wahnsinnig. Erstmal riechen. So, das ist die Freiheit. Ich will nach Kalm zurück. Zahira. Ich muss noch gegen Zahira kämpfen. Wir können jetzt mal hier kämpfen. Hallo. Tut mir leid, ich hab's eilig. Boah, ist voll laut, ey. Ich zähle auf dich. Red 13 nutzt seine scharfen Krallen und Zähne für den Kampf. Drücke Viereck, um den Gegner, um nach Gegner zu schlagen. Halte Taste U. Taste für einen Angriff mit Flächenschaden gedrückt. Erfolgreich blocken wird die Rächerleiste auf. Drücke Dreieck, um in Rächerhaltung zu wechseln. Ich übernehme das. Nieder, schon genug? Im Abschied. Nimm das. Wir spielen eine Miezekatze. Jetzt. Nieder. Arbeit. Ja, voll krass, gell? Ich fand's voll gut, dass die anderen beiden hier rumstanden und waren nicht, bin ich beim Kampf dabei. Hier, fand ich voll gut. Karte gucken. Warte mal. Das ist er. Die können überall hin. Hä? Ne. Bis hier hin. Also, dass ihr mal beschäftigt, bis der dritte Teil rauskommt. Was ist das? Markierung. Position auf Karte. Ja. Ich würde es erstmal so machen, dass wir den Rand erstmal ablaufen. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an. Was ist das? Ich glaube, da liegt irgendwas. Ist das Schnee? Liegt hier Schnee? Da ist ein Haus, da will ich hin. Boah, also... Mir fällt auf, ich mag bunte Spiele viel, viel lieber. Dieses ach, Grau in Grau und Ton in Ton, das ist nicht irgendwie so meins. Also... Das hier schon mal echt, hat Pluspunkt gegenüber Final Fantasy 16.
Bei manchen muss ich mich halt auch dran gewöhnen, wie bei God of War, dass das so brutal ist, aber da hat auch dieses Bunte perfekt gepasst. So. Armselig. Das war's! Wie kann ich denn eigentlich eine S-Bar rufen? Gar nicht. Impuls, Mutterkörperanalyse. Und tschüss! Es ist aus. So darf es weitergehen. Ich muss gerade auf die Karte gucken. Oh, das sieht so schön aus. Thorins Kartenladen. Oh, ein Kartenladen. Oh mein Gott. Nein, er ist geschlossen. Warum? Lass mich rein. Was soll das? Wer ist hier? Thorin, wo bist du? Ach, wie hieß nochmal von Yugi, der Großvater. Ich hab seinen Namen vergessen. Verdammt, lass mich rein. Schade, dass er nicht so heiß wäre, voll krass. Was ist denn mit dem Lebensstrom hier? Der hat gar keine Fenster in der Bude. Der ist bestimmt ganz bleich. Durch die Anwendung von ATB-Fertigkeiten lädt sich die Synchro-Leiste auf, sobald es von zwei Charakteren bestimmt. Ah, okay. Nichts überstürzt. Ares verwendet einen Stab, um im Kampf Magie zu wirken. Mit 4 kann sie mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Halte die Taste gedrückt, um Sturm zu wirken. Je mehr Magie aufgeladen wurde, desto größer ist die Wirkung. Trifft einen vollständig aufgeladenen Angriff, erscheint ein magischer Diener. Oh. Bin ich jetzt dran? Och, ist das süß. Die tun so, als ob sie mitspielen. Nur die Starken überleben. Och, wie süß. Und die machen aber gar nichts. Eisenerz. Tori, wo bist du? Ach nee, die sind immer noch im Kalm. Da ist jetzt gar nicht mehr Kalm da drin. Ach, runter du. Segen des Planeten? Langsam glaube ich, dass das für ganz neue Spieler, die nur das Remake kennen zum Beispiel, gar nichts anderes, also weder Crisis Core noch oder diesen verkorksten Weg, den ich da genommen habe. Ich glaube, das ist dann auch wie so eine Offenbarung, wenn man das so nennen kann. Das ist dann so, wow! Haben wir hier.
interessiert das ja niemanden. Wo ist hier jemand? Dass wir hier rumrennen. Sind wir da? Hey. Ich will mal eine Esper rufen. Oder Bestia. Wie heißt das hier? Eine Granate. Irgendwas vergessen? Hä? Ich soll wieder nach Kalm zurück? Warum bin ich denn dann hier draußen? Hä? Ich verstehe nicht. ne? Was ist denn Position auf der Karte? Hä? Kalm ist die Hauptmission. Ich soll nach Kalm zurück? Wir rennen mal schnell nach Kalm zurück. Aha. Vielleicht wäre es besser, mal einen anderen Weg zurückzulaufen. Ach, deswegen gehen wir wieder weg. Und tschüss! Wenn du beim Beschwören Materien ausgesetzt hast. Ja! Erscheint bei Kämpfen eine Beschwörungsleiste. Das war's! Ich kann noch nicht. Es ist geschafft. Ah, sie fliegen wieder weg. So, hier mal angefangen. Ich bin da. Los geht's hier und nicht weiter. Es ist vollbracht. Aber sicher. Nee, sie fliegen doch nicht weg. Wir kommen erstmal nicht nach Kalm zurück, aber unser Zielbereich ist das. Och nee, mein Bier schon verbuggt. Kann ich hier runterspringen? Oder ist er ab? Okay.
verschiedene Pflanzen hieß. Wasserrad des Dreschbodens. Schatzverstecke befinden sich meist in stillgelegten Fabriken oder Wohnräumen. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über Jahre längst in Vergessenheit geraten sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Ah. Oh. Achso, das ist das Tutorial. Sieht das hier als Schatz? Heilspray. Mokri-Medaille. Jäger des der verlorenen Schätze. Ja, wir sind jetzt Indiana Jones. Jeder einzelne von uns. Ist schon wieder nachgewachsen? Oder habe ich das einfach nicht gesehen? So, Wasserrad. Hier ging es nicht weiter, oder was? Kann hier hoch? Hier kann man echt hoch. Kann ich auch runterspringen? Oder tue ich mir da weh? Bin ich ein Ohr. Ah. Oh, oh. Ah. Ach, wir kommen hier eh nicht mehr rein. Ich komme zurück, Sahira. Ich komme. Kann ich hier runterspringen? Kann ich hier runterspringen? Nee. Da hört's auf. Entschuldigung. Mal austesten, du? Boah, da ist ein Haus. Hier ist auch irgendwas Krasses. Was ist das? Runter da. Was ist das? Das war's! Oh. Ja. Ich find's gut, dass alle wirklich FP bekommen. Abschauen! Ach, hier! Das wird so nicht. Genug! Und tschüss! Ja, mein Ei ist jetzt nett. Kannst du sehr gut. Das sollte reichen. Attacke, der Feind ist geschwächt. Sieht weiter geht's. Und jetzt sind wir hier hoch. Was ist das? Was ist mit dem Vogel los? Hallo, Herr Vogel. Ein Affi, hallo. Mokri-Medaille, wozu braucht man sowas? Da vorne ist eine Bushaltestelle. Das ist ja wie bei Digimon. Einfach so eine Bushaltestelle. Vorne fliegt was. Och, man kann nicht. Hallo? Ja, mal hier. Kann ich in den Wasserfall schwimmen? Nee, scheinbar nicht. Wie komme ich zurück? Also können wir echt unser ganzes Geld für Karten ausgeben, weil wir können uns ja sowieso alles herstellen. Och, wie schön es aussieht alles. Ausrüstung und Materie, Waffenmodifikation, Kartendeck. Was wollte ich jetzt eigentlich hier im Menü? Das weiß ich selbst nicht mehr. Wartet mal.
wollte doch hier ins Menü. Also, hier ist dieses Ding. Ich weiß nicht genau, was das war, aber es ist irgendwas gewesen. Gehen wir zur Bushaltestelle. Gucken wir mal, ob ein Bus fährt. Oh, Chocobo, Bus-Dings. Ach, das zählt als Dingsbums hier. Loveless, aber ich wollte gerade sagen. Das wäre so cool. An den in Republikzeiten errichteten Chocobo-Haltestellen für Chocobo-Kutschen befindet sich auch etwas in die Jahre gekommene Sitzgelegenheiten. Benutze ein Kissen. Ah, deswegen brauche ich die Kissen. Ah. Nee. Uns geht's eigentlich noch relativ gut. Und das ist alles ein bisschen teuer. Ah, dann brauchen wir unsere Kissen. Damit unser Hintern nicht wehtut. Auch gut. Das hier ist scheinbar alles der Zielbereich. Was ist da unten das? Hey Leute! Ausnutzte elementare Schwächen. Viele Kinder können mit Angriffen, die ihre elementare Schwächen ausnutzen, schockanfällig gemacht werden. Für Flucht ist es zu spät. Die sind Eis, oder was? Elferschlüssel. Wirksam. Also wie immer Feuer. Überlass das mir! Na? Och, die kann ja nicht. Angriffsmagie? Wird's ernst! Übernimm du! Mann. Du bist dran. Lass mich mal. Hab dich. Ausgezeichnet! Weitergehen. Boah. Sogar alle mit Eimer. Darf ich jetzt bitte das mein Zeug hier haben? Schön. Ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.